Man of No Account. Was ist das für eine schreckliche Musik hier? Das ist Burden. Was ist das? Burden. Habe ich gebrannt, das ganz neue Album. Was ist das für ein Neo-Scheiß, ja? Ich meine, hier bei mir im Auto wird nur gute Musik gehört. Aber gib mir CD wieder. Ach, komm. Das war Burden. Das war Dreck. Rasputin, warum ist da nicht dicke Bayer auf Stuhl? Wenn ich sehe, wie du zugenommen hast, dann weiß ich, wo er ist. Dein Magen. Ivan, komm jetzt, lass endlich reingehen. Okay. Ihr Sofa. Ja, das nur leuchtender, weißt du? Also so richtig. So mit richtig. Lampe im Sofa. Ja! Und am besten, warte, eine hellere Farbe und dann pink! Pink Sofa. Rasputin, pinke Sofa. Leuchtend von unten. Hier so Leisten dran. Wir gehen mal. Ja, Nadja, bleib mal. Mann. Moment. Warum machen wir das hier überhaupt? Nadja will Möbel kaufen. Ja, das kann die Roma alleine. Ja, aber Möbel für eine neue Wohnung, hat gesagt. Ja. Wenn wir ziehen zusammen und heiraten, wir brauchen... Ivan, als würde bei dir, ja, wenn ich mal an deine Wohnung denke, irgendwie Form oder Farbe irgendeine Rolle spielen, ja. Jetzt lass die Frau das machen und wir gehen jetzt endlich mal Fußball gucken. Ivan, guck doch mal, ha? Ich stoff. Jetzt doch toll! Und das als Vorhang, ha? Ja, tolle Geschichte, ja. Mach mal weiter, ja. Jetzt, okay, also jetzt, gehen wir bitte. Wirklich, jetzt geh jetzt mal. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Rasputin ist steif. Ja, dass dir das wieder gefällt, ist mir wohl mal klar. Ja, aber setz dich mal selber drauf hier. Also irgendwie, hat hier keine Sitzkultur. Und überhaupt, wie viel kostet das Ding überhaupt? Ivan, das kannst du dir überhaupt nicht leisten, ja? Also, doch, der ist bestimmt billig. Hier ist alles so untergesetzt. Das ist so toll. Ivan, meinst du, wir sollen ihn gleich mitnehmen? Ja, wenn du Rasputin ins Auto kriegt. Ja, das schafft er schon, ne? Ja, oder vielleicht noch in einer anderen Farbe vielleicht, ne? Aber ich glaube, mit den richtigen Kissen, da geht das dann auch, ne? Vielleicht in gleiche Tuntengrün wie Rasputins T-Shirt. Also Ivan, ich sag das hier noch einmal, ja? Das passt nicht in mein Auto und das ist viel zu teuer für dich. Ich weiß ja nicht, woher die Geld hat, ja? Aber, für ihn? Aber wir ich, sind ja? Wir jetzt, ja? Bei uns gibt es nur als Paar, ja? Ja. Wir sind ein Wir und wir entscheiden zusammen. Und ich finde das schön und er ist meiner Meinung, ja, du hast ja gar nichts zu sagen. Ich finde es schön. Wie schön ist das denn? Ist die Bequemlichkeit des überbewertet? Das soll doch was aussehen. Das soll was, weißt du, unsere neue Wohnung. Wir ziehen ja schließlich zusammen. Und da bekommt er wieder Rücken. Ja, da jammert er wieder die ganze Zeit, weil er Rücken hat, weil er auf so einem Stuhl sitzt. Der hat auch so schon einen Rücken, ich bitte dich. Tja, du kennst ihn doch gar nicht richtig. Als ob, wer heiratet ihn denn? Oder ich? Ivan, sag doch auch mal was. Ich will ein Bier. Siehste, er ist so ein zufriedener. Einfacher, ja. Mensch. Vor allen Dingen so einfach. Schön im Gegensatz das zu gefällt dir. Dir, ja? Einfach, das gefällt dir wohl. Ja? Den kannst du wohl noch, denkst du, den kannst du wahrscheinlich hier noch formen, ja, nach deinen Vorstellungen. Aber nicht mit mir, ja? Nicht mit dir. Wenn ich sage, dass der Ivan das nicht kauft, dann kauft er das nicht. Ist das klar? Ach, meinst du, ja. Ivan? Ja. Schau mal, wir heiraten ja, ne? Und du willst mich doch glücklich machen, ne? Jede Nacht. Siehst du? Das ist eklig, ich muss gleich kotzen. Komm jetzt, Ivan. Ja, wir schauen geh doch bitte. Komm, wir schauen jetzt Fußball, ja? Okay. Du schaust mal weiter Möbel Fußball, jetzt. Vergiss es. Ivan, schau doch mal. Wir können uns so einen schönen Abend machen, weißt du? Wir gehen erst hier ein bisschen gucken, weißt du? Schließlich geht es ja um uns, ja? Und dann können wir heute Abend gehen, vielleicht in irgendeine Bar. Du wolltest doch unbedingt Ivan, Bier, die ne? ganze Woche freuen wir uns schon auf das Spiel, ja? Wir haben endlich mal frei, ja? Endlich mal schön abends vor... Du wolltest doch eh immer in so eine oben ohne Bar. Ich meine, wir sind ein Team, ja? Oh, oder oben ohne Bar. Wir gehen immer in die... Was du mich da? Ja. Schau mal, wir heiraten jetzt doch bald, ne? Dann müssen wir auch unsere Haushalte zusammenlegen, ne? Und schau mal, das wird so gut passen. Weißt du, klasse, ja? Ja, schön, nehmen wir mit. Das kostet 300, hallo? Das kostet 349 Euro. Für einen Leuchter im Bad. Du bist so beknackt. Und? Stil hat eben Wert, ja? Klasse. Im Gegensatz zu dir. Und deine T-Shirt. Als wirst du die was Stil und Eleganz ist. Stil immer noch mehr als du. Wer umarmt denn da so ein, was auch immer? Das hier ist ein Designer-T-Shirt, ja? So, Dinosaurier. So, das haben mir Fans geschickt, ja? Die haben das gekauft, weil sie denken, dass das passt mir. Ja? Ich habe ja auch etwas schon geschafft in meinem Leben, im Gegensatz zu dir. Kick, ne?
Ivan, ich weiß mal ernsthaft. Jetzt mal wirklich mal. Dass du hast von Kick. Das ist nicht von Kick, ja? Und jetzt geht es hier nicht um ein T-Shirt, sondern hier geht es um 349 Euro für einen Kronleuchter im Bad. Klasse, von Stil. Das hält doch auch sehr lange. Ivan, davon kriegst du eine Dauerkarte bei der Eintracht. Eintracht. Ja. Ich bitte dich. Ein ganzes Jahr kannst du bei der Eintracht stehen und sehen, ja, halt wie. Der belügt dich doch nur. Woher soll die denn? Das kostet doch bestimmt Tausende oder woher, so. Woher soll die denn wissen, wie viel eine Eintrachtkarte kostet, ja? Und jetzt schau doch mal überhaupt hier, der ganz andere. Hier, das hier, dieser Ärzteschrank hier, dieser langweilige, den ich dir noch so selber schneidern kann. 473 Euro. Wieso? Badewanne, 455 Euro. Hör doch mal auf! Ich meine, okay, das ist jetzt nicht ganz so schön, ich hätte es auch gerne in einer anderen Farbe, weißt du? Dass es mehr harmoniert zu den Kronleuchtern und so ein bisschen, weißt du, so in rosa Tönen. Du nimmst mir hier meine Show nicht weg und meinen besten Freund auch nicht, damit das klar ist. Er heiratet mich, er verbringt mit mir den Rest seines Lebens. Ivan! Ja? Ja? Und deine Show, ich bitte dich, wir sind hier zum Möbel einkaufen, ja? Zu unseren Möbeln, da gehörst du nicht dazu. Also Ivan, ich gehe nicht auf dieses Klo scheißen, wenn da sowas in Bad hängt. Nur ist das klar. Du kommst einfach nicht mehr zu uns, das wollte ich schon länger vorschlagen. Toll, dass es jetzt von dir kommt. Ivan, komm jetzt. Ivan, jetzt mal unter uns, ja. Warum glaubst du eigentlich, dass diese Frau Ahnung von Geschmack und von Farben hat? Ja, die hat doch überhaupt keinen blassen Schimmer. Ja, von Ästhetik und von Geschmack. Schau dir alleine mal hier diesen Teppich an. Der ist mal potthässlich. Wetten, wenn Nadja den sehen würde, dass sie den total abfeiern würde? Oh nein. Ja. Ivan, guck doch mal. Ja. Der wird doch toll in unser Bad passen. Oder zu dem Kronleuchter. Passt toll in Bad zu Kronleuchter. Du hast doch eben noch gesagt, dass er potthässlich ist. Ist voll hässlicher. Aber Ivan, schau doch mal, wie der sich widerspiegeln würde in den kleinen Kristallen. Ja, würde schön spiegeln in Kristallen. Ja, also der spiegelt vielleicht eine Glatze drin, ja? Aber ich meine, das ist doch mal potthässlich. Der spiegelt vielleicht Glatze drin, ist hässlich, Nadja. Oh, Rasputin hat doch keine Ahnung. Weißt du, wenn wir gemeinsam baden und schönes Schaumbad mit dem schönen flauschigen Teppich. Gemeinsam baden ist schön. Jetzt schauen wir wieder, wie sie heute wieder überschminkt ist. Ja? Und so jemand willst du tatsächlich wirklich die Gestaltung deiner Wohnung überlassen, oder du was? Du hast heute viel Schminke im Gesicht, sagt Rasputin. Aber Ivan, als ob der irgendeine Ahnung hätte. Schau ihn doch an. Er hat keine Ahnung, Rasputin. Du hast voll die grüne T-Shirt. Ja, weil heute, ja, schauen wir uns auch Fußball an. Da muss man sich auch so kleiden wie die Heimmannschaft. Weil wir uns heute Fußball anschauen. Weil die auch alle grün tragen, wie der Rasen. Ja, ne? Weil die alle grün sind. Die hat doch keine Ahnung vom Mann sein, von bekannt sein, von Star sein. Die ist einfach nur schrecklich. Du bist schlecht im Mann, sagt Rasputin. Ja, das glaube ich ihm sofort, Rasputin. Ich bin kein Mann. Sowas. Ist kein Mann, da bist du blöd. Schau doch mal ihren Körperbau an. Ja, ist schön. Ja, ne? Ja, schön. Sie ist männlich. Sie ist Nadja. Hast du mal ihre Gesichtszüge gesehen? Die ist sexy. Warst du dir sicher, dass die auch nicht umoperiert oder so? Aber hallo. Ivan, ich möchte dich wirklich vor einem großen Unheil schützen. Ja? Ivan, wir wollten doch heute noch in die Bar, oder? Oh, gehen wir Bar. Schön. Ivan, wir gehen in die Nachtbar. Schau mal, nur 29 Euro. Handtuffteppiche. Handtuft, schwul. Guck doch mal. Das fällt mir zwar echt schwer, aber was ich ja schon immer mal sagen wollte, Ivan, schau doch mal. Den in unserem Bad. Schau doch mal. Schön, oder? Kostet 199. Der ist auch noch reduziert. Alles, was rot eingekringelt ist, das ist reduziert. Ich hab aber nur 300. Schatz, Kredit. Das geht alles. Wirklich. Wirklich. Oh, das wird so toll passen. Ne? Schön. Ich meine, du hast da keine Meinung zu, du kommst ja nicht mehr zu uns, aber... Solche Schminkspiegel, Ivan, gibt es auch im 1-Euro-Laden. Na, für 1 Euro. Nehmen wir jetzt halt Spiegel mit. Man merkt, dass du dich nie im Spiegel anschaust, ne? Man beachtet die Bubbles auf den Bubbles. Ja, es sieht aus wie der Mars hier. Toll. Und jetzt küsst die Lava-Lampe. Ja, Ivan. Toll. Der Teppich, der kostet nur 28.000. Ja, Schnäppchen! Sieht aus wie schon fünfmal drauf gestorben. Ich bitte dich, das ist Geschichte. Der trägt Geschichte in sich. Aber meine Teppiche haben auch Geschichte, aber da viel mehr drauf. Und zwar Ketchup und Mayo und Senf. Das liegt daran, weil deine und Burger Teppiche und leben. Und so,
So, hier, wir sind. Ja, das sei ja endlich. Was sollte das? Ganz ehrlich. Wir brauchen diese Zeit. Es geht um unsere Wohnung. Ivan, das Spiel beginnt in einer Stunde, ja? Unsere Wohnung! Ach, das ist mir doch mal scheißegal. Du kannst auch noch morgen hierher gehen, oder? Dieses blöde Spiel ist nicht wichtiger als unsere gemeinsame Zukunft. Ja, Zukunft. Zukunft, Ivan. Was rufst du ihn überhaupt an und bittest ihn raus? Ja, weil das Spiel bald beginnt. Ja, na und? Ja, dann schiebt euch morgen durch. Durchschieben? Ich schieb dich gleich ganz woanders durch. Ich glaub's bald. Durchschieben. Ich hab jetzt keinen Bock auf die Diskussion. Entweder du kommst jetzt, Ivan, oder du kommst jetzt nicht. Dann schau ich's mir halt alleine an. Ivan, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann musst du dich entscheiden. Ja? Dann ist deine Rasputin-Ära vorbei. Ja? Dann gibt's nur noch uns. Also entscheide dich. Er oder ich. Ja? Da kommst du jetzt. Oh, wir gehen Fußball schauen. Ivan! Ich glaube, ich gehe mit. Ivan!